Ich bin in Bispingen angekommen und heute wird privat Osterfeuer gemacht. Kurze Unterbrechung, weil ich möchte euch ein Produkt vorstellen, den ihr mit Glück gewinnen könnt. Und zwar hat mir die Firma True Night diese kleine Taschenlampe zur Verfügung gestellt, die Archer Mini. Ich kann zwar keinen Vergleichstest ziehen, weil ich keine ähnliche Taschenlampe zur Verfügung habe und auch keinen Langzeittest, aber ich muss sagen, dass der erste Eindruck ein positiver ist und ich finde, der anfängliche Verkaufspreis von 25,99 Euro ist auf jeden Fall für jeden sehr bezahlbar. Die Lampe beträgt eine Länge von nur 8,3 cm und sollte nur 34 Gramm leicht sein, also optimal geeignet, wenn man ultra leicht unterwegs sein möchte. Die Lampe beinhaltet drei Leuchtstufen. Stufe niedrig gibt 18 Lumen Leuchtkraft aus und sollte bis zu 7,5 Stunden halten. Stufe hoch gibt bis zu 405 Lumen Leuchtkraft aus, reicht bis zu 87 Meter Leuchtweite, leuchtet stärker als meine Stirnleuchte, sollte aber nur 8,2 Minuten anhalten. Aber keine Angst, die Lampe geht dann nicht aus, sondern leuchtet weitere 52 Minuten in einer reduzierteren Leuchtkraft weiter. Die letzte Stufe Strobo gibt 355 Lumen Leuchtkraft aus und sollte bis zu 110 Minuten halten. Die Lampe wird über das mitgelieferte USB-C Ladekabel aufgeladen. Wenn man eine Cappy dabei hat, dann kann man über den Clip die Lampe auch als provisorische Stirnleuchte nutzen. Die Lampe ist sogar wasserdicht, so dass man damit auch sogar schwimmen gehen könnte. Link zu diesem tollen Produkt unten in der Beschreibung. Und damit True Night diese Lampe ein zweites Mal zukommen lassen möchte, dachte ich mir, mit euch ein Gewinnspiel zu machen, worin ich euch eine dieser Lampe verlosen tue. Aber dieses Gewinnspiel werde ich euch am Ende des Videos verraten. Beziehungsweise die Teilnahmebedingung. Extra, damit ihr nicht zu früh abschaltet und bis zum Ende guckt. Und guck mal, ich werde jetzt mit dieser Taschenlampe euch einmal anleuchten und mich auch und damit einmal rausgehen und mit dieser Taschenlampe ein paar Bierpause machen gehen, bevor das Video fortgesetzt wird. Das werde ich jetzt so richtig machen. Ich grüße Basti. Vielen Dank für das Abschließen an der Stufe 3 Premium Kanalmitgliedschaft. Ich grüße dich, Silke. Vielen Dank für deine 12-monatige Stufe 3 Premium Kanalmitgliedschaft, dass du so lange dabei bist. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. So, da vorne ist ein Biergeschäft. Ich werde hier erstmal Bier kaufen gehen. So, ich habe mir 4 Biere gekauft. Und normalerweise passen hier in meiner Kühltasche 3 Träger rein, aber ich versuche den 4. Träger da reinzustopfen in meinen Wagen, weil guck mal, morgen ist Ostersonntag, da haben keine Geschäfte offen. Deswegen habe ich dieses Mal 4 Bier gekauft, also 4 Träger. Das werde ich jetzt einpacken, aber bevor ich einpacke, werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! So, ich habe hier diese ganzen Biere hier eingepackt und jetzt laufe ich zu dieser Bushaltestelle da hinten hin, weil da drüben, da ist Treffpunkt, da werde ich gleich abgeholt und dann werde ich zu dieser Stelle hingebracht, wo wir privat Osterfeuer feiern. Wird ganz viel Bier trinken. Das wird wieder ein voll cool Wochenende sein. So, ich werde jetzt hier von diesem Herrn Ferdinand gebracht, so dorthin, wo wir heute Osterfeuer feiern werden. So, wir sind hier angekommen und ihr kennt diese Stelle, oder? Es ist genau diese Stelle von dem Lagerfeuer-Suff-Wochenende-Vlog. Und guck mal, wir haben eben gerade dieses Zelt hier aufgebaut und das war so ein richtiges Miststück. Das war schwierig aufzubauen, aber ich werde jetzt erstmal meinen Tarp aufbauen. Mein Schlafplatz, der viel schneller geht. Ich habe hier meinen ranzigen Schlafplatz hier aufgebaut. Hier werde ich drin pennen heute Nacht. Auf jeden Fall, falls ich diese Nacht nicht am Feuer schlafen sollte, wie beim letzten Mal. Das Osterfeuer hat angefangen. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Und guck mal hier. Guck mal. Hier gibt es sogar eine Dixie-Toilette. Und da drüben
Hier ist ein Benzingenerator zum Musik machen, damit wir Bier trinken feiern können. Und hier wird Osterfeuerholz gesägt. Guck mal, Leute, hier. Ich bin eine Milchsäurebakterie. Geprost. So, er macht Bratwürstchen. Ich habe vor kurzem gekotzt aus der Nase. Und dann war das irgendwie nach Stunden immer noch unangenehm gewesen. Dieser ganze Geschmack und Geruch und diese Reste von der Nase auch irgendwie rauszukriegen. Da musst du mehr Bier trinken, damit ja. Der Kotzgeschmack wieder weggeht. Ja. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, was ist das Geheimnis einer guten Bratwurst? Und ich sage, das Geheimnis einer guten Bratwurst ist, wenn sie aufplatzt. Denn wenn eine Wurst aufgeplatzt ist, ist es für die Wurst ein Zeichen von Wohlbefinden. Und das werden wir uns gleich in unser Maul reinstopfen. Zack, Alter. Und für dich. Lass es schmecken, mein Freund. Vielen Dank für das Brötchen mit Würstchen. Ja, Würstchen. Und Senf. Kevin, gleich das nächste. Ich bin eine Missbildung. So, gut, danke. Zack. Das war noch ein bisschen Senf für mich. Ah, wunderbar. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Das schmeckt mega. Lecker, lecker. Sag ja. Wer cool. Ich wäre ein Wurm. So sieht unser Osterfeuer aus. Wie sieht euer Osterfeuer aus? Guck mal, Leute. Musik ist doch an. Und irgendwie ist es hell geworden. Und ich habe hier in diesem Sessel hier, ich bin hier eingeschlafen.
Und er hier, er hat irgendwie auch keinen Plan, was irgendwie. Ich bin im Haus aufgewacht und der Raum war abgeschlossen. Und ich hab's nicht geschafft, irgendwie hier meinen Tab mich hinzulegen. Aber hier pennt irgendwie keiner und deswegen, ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal in meinen Tab hinlegen, um in den nächsten Stunden so ein bisschen zu schlafen. Du hast in einem Lost Place oder sowas gepennt, oder? Ich hab keine Ahnung, wo ich aufgewacht bin. Ich weiß überhaupt nicht. Und musstest das mit einem Kleiderbügel aufmachen, die Tür? Also es gab keinen Griff in der Tür, deswegen musste ich irgendwie ausbrechen. Mein Handy war im Nebenraum. Das ist eine krasse Aber Story. Aber Kleiderbügel habe ich gefunden, deswegen kam ich wieder raus. Mein Kopf ist richtig, wie heißt das doch mal? Als ob ganz viele Blutsauger das gegessen haben am Gehirn. So fühlt sich mein Kopf an. Die waren bei mir auch. Aber ich werde jetzt ein Taxi, ey. Ich werde jetzt den nötigen Schlaf nachholen. Ja, mach das. Bis es tief in Nachmittag. Was? Bis es tief in Nachmittag. Ja, viel Spaß dabei, ey. Guckt euch mal diesen Siff hier vorne an. Hier, der ist abgegangen. Das heißt, das war nicht angespannt gewesen, als ich hier gepennt habe. Deswegen habe ich meinen Schlafplatz hier vorne hingelegt. Zu den biertrinkenden Leuten hier vorne. Und ich werde gleich ein guten Morgen Bier trinken. Und worauf hättest du am meisten Lust jetzt? Ich brauche was zum Bumsen. Das Jens hier im Auto gefällt, das ist ekelhaft. Bier, das ist richtig widerlich. Aber erstmal einen guten Morgen Bier. Gib Prost. Scheiße. So, das Pavillon wird abgebaut. So, Pavillon wurde gerade abgebaut. Und jetzt werde ich hier mein Wurfzelt, sondern meinen Tarp abbauen. Guck mal, Leute. Der Jan hat meinen alten, zugenähten Hocker wiedergebracht. Der wurde wieder auferfunden. Von dem letzten Lagerfeuer-Surf-Wochenende-Vlog. Und der sieht schon wieder wunderschön kaputt gemacht aus. Der muss wieder zusammengenäht werden. So wie mein Gesicht. So, der Wagen ist gepackt. Aber ich werde jetzt mit den Wagen jetzt nicht losgehen. Weil ich werde mit den Wagen von ihnen hier gebracht. Zu dorthin, wo wir heute Abend noch mehr Bier trinken werden. Aber vorher zum Subway. Guck mal. Hier vorne ist Subway. Wir werden jetzt hier Mittagessen gehen. So. Bier bestellt. Es wird jetzt gefressen. Und mundet es dir? Ja. Das ist, glaube ich, mein drittes Mal in meinem gesamten Leben, dass ich im Subway bin. Das erste Mal. Das war, glaube ich, in der Jägerwanderung gewesen. Da war ich das erste Mal im Subway. Und ich muss sagen, es schmeckt. Und wann warst du das zweite Mal im Subway?
Das war, glaube ich, so gegen Ende Sommer. Und da war ich ganz besoffen gewesen. Da haben wir irgendwie Aufnahmen für... Also ich habe mit einem anderen Kumpel Aufnahmen für ein Musikvideo gemacht. Und wann hast du das erste Mal eine Muschi geleckt? Da war ich 17 Jahre alt gewesen. Anfang 17. Und war es fischig? Nee, das war... Das hat gut geschmeckt. So wie dein Zap gerade? Nee, ein bisschen besser. Also das war nicht frisch jetzt, sondern sehr frisch gewesen. Also, das kann ich auf jeden Fall sehr gut empfehlen. War es denn gegen Entgelt? Oder war es? Nee, das war freiwillig. Das war freiwillig. War das noch in Wispingen? Ja, da habe ich noch ein bisschen gewohnt. War es eine mir bekannte Dirn? Ich weiß nicht. Die wohnt auf jeden Fall in Stübixhorn. In Stübixhorn? Aber... Aber nee, keine Patientin. Aber das war so eine richtige eifersüchtige Furie gewesen. So, guck mal. Wir sind gerade von dem Subway weg. Und das da vorne, das was ihr da vorne seht, das ist diese Kartbahn. Da, wo ich früher, ich glaube, 2,5 Jahre oder so lang gearbeitet habe. Und wir fahren jetzt zum Snowdome, damit ich euch das von außen zeigen kann. Das ist übrigens Ralf Schumachers Kartbahn. Genau, Ralf Schumacher Kartbahn. Hier vorne ist dieser Snowdome. Wir fahren da gleich einmal ganz kurz näher dran. Hier haben wir früher gefeiert. Jawohl, hier gibt es eine kleine Diskothek, da hat man ganz oft gefeiert. Die gibt es leider nicht mehr. Die gibt es leider nicht mehr, schade. Aber auf jeden Fall habe ich da ganz oft drin gefeiert. Ganz viel Bier getrunken. Mit ganz viel Bier trinken. Und da habe ich gesteppt. Es gibt sogar ein Foto von der Zeit noch. Das waren gute Zeiten. Das waren noch gute Zeiten. Da hat man noch ganz viel Bier getrunken. Achso, hier, wie beim Heidschnuckenweg gezeigt, steht hier dieses Haus hier rum, was hier falsch rum draufsteht. So, wir sind angekommen und ihr wollt ja mehr alte Männer-Vlogs sehen. So alt bin ich noch. Und hier, wir sind bei Idi angekommen. Ja. Wir sind bei Ihnen gelandet. Ja, moin. Wir werden gleich ganz viel Bier trinken. Ja. Kippus. Guck mal hier. Ich sitze jetzt gerade hier auf dieser Bank hier rum, weil Hansi, bei dem wir jetzt gerade waren, etwas Schlaf nachholen möchte, ein bisschen Ruhe braucht. Und wir werden auf jeden Fall, genau, damit wir später ganz viel Bier zusammen trinken können. Deswegen bin ich jetzt gerade draußen. Guck mal hier. Ich bin hinter diesem Kiewitzmarkt oder wie das heißt. Und ich chill hier so eine Runde rum. Mit Barfuß. Trinke hier ganz genüsslich Bierchen.
Und vielleicht lege ich mich auch gleich noch eine Runde hier hin, auf dieser Isomatte. Weil heute ist voll cool Wetter. Das ist eine richtig geile... Das ist geiler hier rumzuliegen, als irgendwo in irgendeinem dunklen Raum. Ich genieße einfach so ein bisschen die Sonne. So, ich habe jetzt die letzten 2-3 Stunden hier rumgelegen und die Sonne genossen, vor mich hingedöst und jetzt gelaufe ich zu Hansi, damit wir gleich ein Bierabend machen können. Mit ganz viel Bier trinken. Da freue ich mich gleich drauf. Aber jetzt erstmal aufstehen und dahin laufen. Guck mal hier, da vorne, diese freie Fläche, kennt ihr die? Die Leute, die hier wohnen, die kennen das auf jeden Fall. Und zwar in dieser freien Fläche, da gibt es, das ist eine Partyfläche. Da, hier gibt es sowas wie Schützenfest und sowas. Und so eine Feste und ähnliche mit wie heißen die Dinger nochmal? Mit der Autoscooter und diese Drehkarusselle oder sowas. Und wo man, da gab's sogar Bierschuppen. So ein Bierzelt, wo man drin Bier trinken konnte. Das ist genau hier. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mich mit 15 Jahren, das erste Mal mit einem Kasten Beck's Green Lemon so richtig besoffen hatte. Das war das erste Mal, dass ich mit ganz viel Bier trinken besoffen war. Davor hatte ich nur harten Alkohol gehabt und ich hatte meinen größten Alkoholabsturz mit 14 gehabt. Aber das war nicht hier gewesen, das war woanders gewesen. Aber hier habe ich mich zum ersten Mal mit ganz viel Bier trinken besoffen gehabt. Und hier an dieser Stelle, hier ist nicht nur Schützenfest, sondern hier ist auch normalerweise jedes Jahr Osterfeuer. Da war hier in der Mitte so ein richtig großer Osterfeuer drauf gestellt. Und wenn Osterfeuer hier war, da gab es hier auch so ein Bierzelt, wo man drin Bier trinken konnte. Mit Musik drin. Da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf, hier wieder hinzugehen. Wenn das kommt. So, bevor ich gleich zu Hansi hingehe, werde ich erstmal das Restessen, was ich gestern gemacht habe. Also das habe ich nicht verfilmt, aber das habe ich gestern gegen Mittag gemacht, bevor ich losgefahren bin. Und da ist das hier übergeblieben und genau, das werde ich jetzt erstmal anbraten. Das wird gleich so angebraten, wie diese Zellen aus meinem Gehirn. So, Fressen ist fertig und währenddessen ich jetzt fresse, habe ich hier erstmal meine Kaffeeherstellung begonnen. Das heißt, ich werde gleich auch noch Kaffee trinken. Naja, schmeckt gut. Ich habe es mir ein bisschen schlechter vorgestellt, weil das ist Fressen von gestern. Aber schmeckt ganz gut. Achso, dieser Fressen von gestern. Ich habe Nudeln mit Paprika, gebratener Zwiebel, gebratener Champignons und Cordon Bleu gemacht. Und einen frischen Salat. Aber den Salat habe ich schon aufgegessen. Das habe ich gestern gemacht, bevor ich losgefahren bin. Aber ich wollte cool fressen. Die Koffeinherstellung ist abgeschlossen. Ja, ich kann mich jedes Mal wiederholen. Draußen tut Kaffee zu saufen, ist geil. So, ich habe gerade den Koffein vollständig bis zum Anschlag in mein Maul reingestopft. Und jetzt gelaufe ich zu Hansi.
So, ich bin bei Ihnen hier angekommen. Ja, wir gucken Didi. Und wir werden jetzt erstmal Bier trinken. Ja, Prost. Geprost. Wir laufen gleich zu den Typen, den wir in dem Lagerfeuer-Suff-Wochenende-Vlog gesehen haben, der mich dann zurückgebracht hat zum nächsten Bahnhof. Zu ihnen laufen wir gleich hin. Aber bevor wir das machen, werde ich erstmal mit ganz viel Bierschissgeruch seine Toilette hier bescheißen. So, ich habe jetzt gerade seine Toilette benutzt. Und wir laufen jetzt hier in diese Tankstelle rein. Zum Bier und sowas kaufen gehen. So, ich habe gerade Bier gekauft. Und weil mein Tagesrucksack, was in meinem Wagen drin ist, einfach viel, viel zu tief drin war, habe ich hier diesen Müllsack genommen. Zum Bier transportieren. Ach so, der andere Grund, warum ich jetzt diese Mülltüte hatte, war nicht unbedingt aus Faulheitsgründen, sondern weil wir mussten ganz schnell machen, weil sonst hätte die Tankstelle geschlossen. Und deswegen habe ich mir einfach diese Mülltüte gegriffen, um damit Bier zu transportieren. Das nervt mich die ganze Zeit, richtig. Das ist richtig schwer für die Hand. Das drückt runter. So, wir sind bei Ihnen hier angekommen. Und er hat Heimkino. Wir werden jetzt einen Film angucken. Und guck mal, Leute. Wisst ihr, was mir... Ich glaube, genau vorgestern ist mir genau das passiert. Und zwar hier. Meine Haare sind vom Kopf runtergefallen. Und als die da runtergefallen sind, dann sind die tödlich verunglückt. So dass ich die deswegen nicht mal hier habe. Es wurde amputiert. Ich habe früher mal eine richtige Schuppenflechte gehabt. Diese tödliche Haut, die von meinem Kopf runtergefallen ist. Guck mal. Wir gucken uns bei Ihnen hier in sein Heimkino Natururin an. Ihr müsst alle auch viel mehr Natururin angucken. Das ist mir ganz wichtig. Kennst du dieses Geräusch, wenn ein Rind auf die Rasenfläche drauf pinkelt? Ich kann es mir vorstellen. Wie kraftvoll sich das anhört. In der Tat. Ja, wenn man den Gartenschlauch aufdreht. Genau so habe ich gerade die Toilette von Ihnen benutzt. Von vorne. So, wir haben hier ein bisschen rumgesessen und da drüben auf der Leinwand einen Film geguckt. Video. Und ein paar Videos, sowohl von Natururin als auch von Eduard Käseberg. So Leute, wir haben den Herrn Kohlmeier verlassen und wir sind wieder auf dem Weg zu Hansi. Also genau da, wo ich heute Nacht pennen werde. Und ich habe mein Licht vergessen. Guten Morgen. Man ist erwacht. Und guck mal, es sind hier noch keine neuen Haare gewachsen. Das heißt, ich habe immer noch hier diese Frisur von gestern. Und genau, ich bin jetzt... ich habe hier auf diesem Boden hier gepennt und ich befinde mich jetzt bei Ihnen hier. Ja. Und wir werden hier noch ein bisschen rumsitzen. Ja, du, über das, sagen wir dann durch den Zölipart. So, jetzt wird erstmal Fressen von vorgestern angebraten, damit ich das gleich fressen kann. Mit hier Bolognese-Soße. So, Fressen ist fertig. Ja,
Ich bin erwacht. Ich habe noch eine Nacht hier bei Ihnen hier gepennt. Weil ich war den ganzen Tag gestern kaputt gewesen und irgendwann kam kein Bus mehr und so weiter. Und deswegen habe ich hier noch eine Nacht gepennt. Und ich war viel zu voll gewesen, alles einzupacken und sowas. Und genau, jetzt ist morgens früh und jetzt gelaufe ich zur nächsten Bushaltestelle, um mit dem Bus nach Soltau zu fahren und dann von dort aus mit dem Zug nach Hause. Genau, deswegen habe ich jetzt diese ganzen Sachen hier gepackt. Ich bin draußen, ich laufe jetzt zur nächsten Bushaltestelle. Und warte irgendwann auf den Bus dort, wenn ich da gekommen bin. Ich bin hier in der Bushaltestelle angekommen, aber weil der nächste Bus erst in einer halben Stunde fährt, gehe ich nach Richtung da lang. Weil da hinten, da ist vielleicht ein Bäcker oder sowas. Und dann werde ich erstmal Koffein und sowas holen gehen. Und vielleicht ein Brötchen. So, ich war gerade hier bei Penny drin gewesen. Und oh Scheiße, die haben keinen Kaffeeautomaten gehabt. Deswegen habe ich mir nur ein Croissant und ein Brötchen gekauft. Zum Jetzt-Fressen. So ein Warte-Fressen, bis der nächste Bus kommt. Und jetzt laufe ich wieder zurück zur Bushaltestelle, was da drüben in der entgegengesetzten Straßenseite ist. So, ich bin hier im Bahnhof und hier, mein verranzter Zug, der steht hier schon. Ich werde hier jetzt einsteigen. So, ich bin in Bremen-Mahndorf und ich werde jetzt da vorne einsteigen im Bus. Der fährt bis zur Weserwehr. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und wir kommen zum Gewinnspiel, worin ich diese Lampe hier einmal verlosen tue. Und zwar original verpackt. Und die Teilnahmebedingung, die sieht wie folgt aus. Als erstes müsst ihr dieses Video hier liken. Und als zweites müsst ihr unter diesem Video Hashtag Lampe kommentieren und die folgenden drei Fragen beantworten. Erste Frage. An welchem Datum habe ich meinen 30-jährigen Geburtstag? Zweite Frage. Von wem wurden wir vor wenigen Wochen bei der Übernachtung unter der Zugbrücke bei Isernhagen belästigt? Dritte Frage. Mit wem war ich letztes Jahr in Friedrichshafen unterwegs gewesen? Wenn ihr alle drei Antworten kennt, dann bitte Instagram-Profil-Name, also nicht die Verlinkung, weil sonst landet das im Spam-Ordner, sondern Instagram-Name oder E-Mail-Adresse hinschreiben. Also mit in den Kommentar. So ungefähr wie in diesem Musterbeispiel, was ich jetzt gerade einblenden tue. So ungefähr könnt ihr das kommentieren. Und Teilnahmeschluss. Würde ich mal sagen, wäre der Freitag, der 6.5. Die Verlosung bzw. das Ergebnis wird dann irgendwann nach Teilnahmeschluss in irgendeinem Video relativ am Anfang eingebunden. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Guck mal, wie fett dieser vertrocknete Wurm ist. Der ist so fett. Wisst ihr, warum der so fett ist? Weil er so richtig fett ist. So fett ist der, dieser getrocknete Wurm hier. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Bierpower!